Legen wir mal los. So. Die drei Brüder und der Fluch des Zuckerwalds. Es war einmal ein kleines Dorf, das an den Rand eines geheimnisvollen Waldes gebaut wurde, den die Bewohner Zuckerwald nannten. Der Wald schimmerte in den Farben des Regenbogens und der Duft von süßen Früchten, Honig und Sirup lockte Menschen von nah und fern. Doch der Zuckerwald barg ein dunkles Geheimnis. Wer sich zu sehr von seinen Gaben nährte, wurde erst träge, dann krank und verfiel schließlich in einen tiefen Schlaf, aus dem niemand mehr erwachte. Trotz dieser Warnung wagten sich Menschen immer wieder in den Wald, nur um nie wieder zurückzukehren. Eines Tages wurde die Mutter der drei Brüder schwer krank. Der Heiler des Dorfes sprach: Nur die Blätter des Lebensbaums, der tief im Herzen des Zuckerwalds wächst, könnte sie noch retten. Doch der Weg dorthin ist voller Versuchung und nur die Stärksten werden ihn überleben. Die drei Brüder, Hans, Jakob und Georg, beschlossen, ihre Mutter zu retten. Obwohl sie wussten, dass der Wald gefährlich war, konnten sie die Liebe zu ihrer Mutter nicht leugnen. Gemeinsam packten sie ihre Sachen und brachen auf. Hans, der leichtgläubige Bruder. Hans, der älteste Bruder, war von kräftiger Statur und von großem Selbstbewusstsein. Ich bin stark und klug, prahlte er. Kein Wald kann mich überlisten. Ein wenig von den süßen Früchten wird mir nichts anhaben. Als sie tiefer in den Wald gingen, fand Hans einen Baum voll glänzender Äpfel, die nach Zucker und Zimt duften. Ein Bissen kann mir nicht schaden, sagte er und biss in einen Apfel. Der Geschmack war köstlich und er nahm einen weiteren Bissen und noch einen. Bald wurde er müde. Geht nur voraus, murmelte er schläfrig. Ich ruhe mich kurz aus. Doch als seine Brüder weiterzogen, wurde Hans vom Baum umschlungen. Seine Beine schienen Wurzeln zu schlagen und er konnte sich nicht mehr bewegen. Jakob der Zweifler. Jakob, der mittlere Bruder, war vorsichtiger als Hans. Ich werde nichts Süßes essen, sagte er zu sich selbst. Aber ich brauche nur etwas Energie für den langen Weg. Er sammelte Brot und Honig, die er in einer Lichtung fand, und nahm nur kleine Happen. Doch bald spürte er ein schweres Gefühl in seinem Bauch. Seine Schritte wurden langsamer und er begann zu schwitzen. Warum fühle ich mich so schwach? Fragte er sich. Doch die Antwort blieb ihm verborgen. Schließlich brach er erschöpft zusammen. Jakob wusste nicht, dass der Honig vergiftet war. Und auch er blieb im Zuckerwald zurück. Georg, der Wissbegierige. Georg, der jüngste Bruder, war von Natur aus neugierig und hatte die Worte des Dorfältesten in Erinnerung. Iss nichts, was dich schwächt. Stärke dich mit dem, was dir Kraft gibt. Georg sammelte unterwegs Nüsse, wilde Kräuter und jagte mit einem selbstgebauten Speer ein Kaninchen. Was? Während seine Brüder den Verlockungen des Zuckerwaldes erlagen, blieb Georg stark und voller Energie. Als er tiefer in den Wald ging, hörte er eine leise Stimme, die ihn lockte. Hier ist es warm und süß. Komm und ruh dich aus. Doch Georg widerstand. Stattdessen vertraute er auf seine eigenen Vorräte und ging immer weiter. Die Prüfung des Lebensbaums. Nach 3 Tagen erreichte Georg das Herz des Zuckerwaldes. Dort stand der Lebensbaum, ein riesiger Baum mit silbernen Stamm und leuchtenden grünen Blättern. Doch der Baum war von einem Bach aus goldener Flüssigkeit umgeben, die nach süßem Nektar roch. Nur ein Schluck und all deine Sorgen sind vergessen, flüsterte der Bach. Georg dachte an seine Mutter, an die Dorfbewohner, die ihn gewarnt hatten. Er kniete nieder, trank Wasser aus seiner eigenen Feldflasche und pflückte die heilenden Blätter. Obwohl der Duft des Nektars ihn fast überwältigte, hielt er seinen Blick auf das Ziel gerichtet. Mit den Blättern in der Hand machte sich Georg auf den Rückweg. Er fand Hans und Jakob, die gefangen im Bann des Waldes waren. Mit etwas von den Blättern rieb er die Stirn der Brüder und sie erwachten aus ihrem Schlaf. Gemeinsam kehrten sie ins Dorf zurück. Die Lehre des Zuckerwalds. Die Blätter des Lebensbaums heilten die Mutter und die drei Brüder erzählten ihre Geschichte den Dorfbewohnern. Von diesem Tag an wurde der Zuckerwald gemieden und die Dorfbewohner lernten, sich von reiner und kraftspendender Nahrung zu ernähren. Sie nannten diesen Lebensstil den ketogenen Pfad, inspiriert von Georgs klugen Handeln. So lebten sie glücklich und gesund, denn sie hatten verstanden, dass wahre Stärke nicht aus süßen Versuchungen des Lebens kommt, sondern aus dem Wissen, was uns wirklich nährt. Ende.